Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mech-Arena und ich habe vor, mein Hangar wieder neu einzurichten, weil ich mit dem Puma war das, hatte ich den nächsten Erfolg mit der Waffe gehabt und dadurch brauchte ich eine neue Waffe und da habe ich mir gedacht, komm, dann mache ich wieder einen neuen Hangar. So, meistens. Viel Spaß. Okay. Ich habe diesmal vor, ich möchte von jedem etwas dabei haben. Ich habe ja sonst immer entweder die Stärksten genommen, um zu schauen, wie stark ich bin, dann die Schwächsten genommen, um die ganzen Erfolge aufzuwerten. Bei den Erfolgen war bei Puma, hatte ich ja Gewehr gehabt. Das war der hier, der war voll. Das habe ich gedacht, komm, ich mache wieder einen neuen Mix aus dem neuen Hangar. Und diesmal möchte ich gerne einen Mix machen, von wegen, ich möchte ein Speer dabei haben, ein Panzer oder Tank, ein Heiler oder Helfer und ein Angreifer. Genau, dann fangen wir mit dem Speer an. Ich probiere wieder den schlechtesten zu nehmen, damit ich die als erstes voll habe mit die Fähigkeit, mit die Erfolge. Und die Erfolge werden natürlich dann, oder die Mechs werden ja dann immer besser mit die Erfolge später. Ihr wisst, was ich meine. So, ich bin jetzt erstmal beim Speer. Da habe ich hier den Lanzer. Ich meine, das ist der schlechteste, den ich habe. 267. 286, schon besser. Den habe ich noch gar nicht. Der ist schlechter. Bei 5,3. Ja. Dann nehmen wir Slim Shot. Ja, das war. Ich nehme hier einfach den Grauen. Das ist das Schlechteste eigentlich. Nehmen wir den. Dann schauen wir bei den Helfern. Kam als nächstes. Habe ich ja nur zwei? Ah ne, drei. Da ist der Grüne der schlechteste. Dann nehme ich Panzer. Habe ich nur zwei? Dann nehme ich den hier. Als nächstes kommt Angriff. Da, grau. Das schlechteste. Gut. Jetzt kann ich nochmal den nächsten gucken. Es gibt keine andere fünfte Klasse. Deswegen, was mache ich hier? Nämlich hier den besten jetzt einfach, um auszugleichen. Also meinen stärksten. Das müsste ein Epic sein. Verder, Sypri, Sypri, Sypir, Killshot oder dem Panda. Angriff. Killshot ist schon cool, ja. Wie stark ist der Panda? Ist so 263? Der ist ja gar nicht so stark.
Die haben drei Sterne, drei Sterne, drei Sterne. Die sind alle gleich. So, gleich Level. 12, 12 Energie, 16 Energie. Mit denen habe ich die größte Auswahl, was ich machen kann. Ich denke mal, ich den hier nehmen. Gut, dann nehmen wir, fangen wir mit den Lanzer an. Da werde ich jetzt wieder nach Erfolgen schauen. Lanzer, Lanzer, Lanzer. Erfolg. Die ist auch gleich schon fertig. RPG. Aber da fehlt noch. Raketen. Er hat 8 Energie, also wenn 2 4er RPG ist, sinnvoll. Die ist ja auch noch auf RPG eingestellt. Die ist ja die Kombination, die ich gerade schon hatte. Der MD braucht den Erfolg. Thermalons. Thermalons mag ich zwar nicht so. Guck mal, habe ich eine Zweier-Thermalanze? Eine Siebener. Kann ich Zweier-Thermalanze sogar aufwerten? Und die Sechser. Oh. Überschrieben. So, Zweier und die Sechser Thermallanze. Strahl ist er hier. Genau, Paaren. Hat der Thermallanzen drin? Ne, hat er nicht. Dann, ach, ich nehme hier sowieso Heilung. Guck mal, die könnte ich eigentlich wegschmeißen. Ach, das Tempo, das ist der Radius. Ich gehe nicht mit ihnen auf Schaden. Obwohl, warte, Thermallanze. Um den Erfolg schnell abzuschließen, wäre vielleicht doch besser auf Schaden zu gehen. Brauche ich mit den Kills, oder? Muss ja mal kurz gucken. Brauche ich Kills oder Schaden? Schaden. Ich glaube, ich gehe doch einmal kurz auf Schaden. Weil das bringt mir ja nichts, wenn ich die MD-Fähigkeiten verbessere und meinen Erfolg dadurch gar nicht. Also ich kriege ihn dann schon, nur dauert länger, bis er da ist. Thermallanze. Schaden. Und Thermallanze Nachladezeit. Was hätte ich denn noch gehabt, wenn ich überhaupt noch was von denen habe? Danach aus. Nee. Ich habe nur Nachladezeit und Schaden, aber es reicht ja. Das sind ja die Sachen. Genau. Das sind ja die Sachen, womit ich den Erfolg dann schneller fertig kriegen könnte. Jetzt kommt Juggernaut. Juggernaut. Schau mal. Juggernaut. Da ist er. Fähigkeit. Strahl habe ich schon. Was habe ich hier? Longarm. Gewehr. Okay. Er kriegt den Longarm. Mal wieder.
Longarm. Gewehr. Ich habe 12. Also ich könnte die 12er nehmen direkt. Habe zwar dann nur einen Schuss. Jetzt ist noch die Seite wichtig. Links oder rechts? Das ist ja rechts und das wäre links. Nun bleiben wir rechts. Gewehr. Zack. Longarm rein. Pilot. Paaren. Fertig. Jetzt haben wir, wie ist der hier? Paragon. Paragon. Paragon, du brauchst den Erfolg. Rocket Mortar. Artillerie. Okay. Oh. Er hat 16, also bräuchte ich 8er. Oder ein 16er. Artillerie? Aber 16er habe ich ja gar nicht. 10er habe ich. So ein Mist. Und paaren. Supi. Dann kommt jetzt der letzte dran. Das war Panther. Panda, was für ein Erfolg möchtest du haben? Da, Panda, ist schon fast fertig. Gewehr ist fertig, kein Problem. Strahl, irgendein Strahl. Kabin, habe ich Kabin? Ich glaube, hier habe ich gar nicht. Oder Raketen. Raketen, Kabin oder Strahl. Schauen wir uns mal kurz an, was ich da noch habe. Was war Kabin? Das war der hier, ne? Kabin war Angriff auf meinen Bauch. Boah. Plasma. Kanon. Funktion. Nee. Warte mal, ich schau noch mal. Kabin, was war Kabin? Kabin, Panther. Panther? Doch, Angriff. Mit Kabin. Ich war auch gerade auf Angriff. Strahlen. Angriff Raketen. Nochmal gucken. Also habe ich die wahrscheinlich gar nicht. Obwohl hier stehen auch die anderen drin. Die ich nicht habe, ne? Kann ich ja kaufen. Also Ansturm der Kabinen gewesen. Danach habe ich noch Strahl und Rakete. Kabine habe ich hier nicht gefunden. Das ist Autogun, Plasma, Autogun, Plasma, Kanon, Puls, Plasma, Puls. Fusion habe ich nicht. Puls. Gut. Also schauen wir Strahl oder Raketen an. Strahl. Thermalstrahl habe ich schon. Warte mal, bei Strahl habe ich gar keinen Helden mehr. Ich nehme Kanone, da habe ich ja zwei. Rakete.
geht nichts, geht nichts. Ach, da. Die könnte ich nehmen. Die ist auch richtig stark bei mir. Die könnte ich nehmen. Muss ich noch irgendwelche ausbilden hier? Ich habe da auf Raketen. Achso, Strahl ist auch noch drin. So. Raketen. Ne. Ich werde die hier nehmen. Ausrüsten. Ausrüsten. Feutal-RPG. Nochmal kurz gucken. Raketen. Da habe ich noch die normalen RPGs. Und die Missile-Rakete. Oh. Ah gut. Alles okay. Nochmal, Rakete ist drin. Die habe ich ja drin. Und dann hätte ich noch die hier. Die ist natürlich auch über die Missile-Rakete, ne? Aber dann hätte ich nur 12 und ich habe ja 16, also bleibe ich bei der hier. Dann werde ich jetzt die hier mal wieder ausrüsten. Schauen wir mal. Was war das? Das war die hier, ne? Reichweite. Das heißt links und rechts Reichweite. Ich kann weiter schießen und ich mache dann auf einer anderen Reichweite mehr und weniger Schaden. Nehmen wir erstmal. Noch was Episches? Nope. Wo ist der zweite hin? Da ist er. Schaden oder Nachladezeit? Ich habe jetzt einmal die Reichweite, dann würde ich sagen, den Schaden lieber, ne? Wie weit kann ich mit denen eigentlich schießen? Die Nachladezeit dann nicht eigentlich besser? Mal kurz gucken. Reichweite ist 60 Meter. 60 Meter ist nicht so weit. Egal. Oh, ich habe den Pilot gar nicht gepacht. Jetzt habe ich die Reichweite von, steht immer noch 60 dran. Muss man sich auch noch ausrechnen. Ach Mensch. 5%. 1% wäre 0,6 Meter. 10% wären 6, also 3 Meter weiter. 63. Für 63 Meter? Nee, das bringt ja nichts. Bringt ja gar nichts. Ich ändere. Ich ändere. Ich mache hier. Wo war der andere? Ich bin bestimmt schon vorbei.
Park ganz oben irgendwo. Ach, hier ist der. Nachladen. So, dann würde ich hier lieber nachladen. Ist 2%, 2% weniger Nachladezeit. Nachladezeit 5 Sekunden wäre 0,05, bei 2 wäre es 1, also ist er jetzt auf 5,4. Lol. Bringt auch nicht viel. Okay, dann werde ich mal sagen, ich starte mal eine Runde und bei 2008. Nice, okay, besser wie vorher. Und werde mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Also bis gleich bei einer Folge Wettbewerb. Okay, hi. Die erste Runde geht los. Und auch die letzte, ich spiele nur eine Runde. 3, 2, 1, go. Werde ich erstmal alle ausprobieren hier. Mein Lanzer. Haha, ich hab ihn. Los, renn hier hoch. Warum rennt er nicht hier hoch? Da. Suchen die mich? Ich bin hier oben. Los, bringt mich doch einer um. Bring mich doch einer um. Ah, geht doch. Ich habe ja auch nur 5 Sekunden Zeit. Mensch, das war so spät. Okay. Kein Problem. Zweite Runde. Jetzt fange ich mit den MD an. Trixie, ein Bot. Fahre nicht dagegen. Schild ist geschwächt. Ja, supi.
One, go. Auch eine ganze Runde überlebt. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Dann nehme ich jetzt den hier. Jetzt geht's aber rund mit dem jungen Hund. Kein Schuss mehr. Schnell weglaufen. Ein bisschen laggy, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich denke mal schon. Oh, kein Schuss mehr. Zu wenig Schuss. Ach, das ist mal ein richtig hammer Sieg hier. Ne? Ich glaube, ich werde bestimmt MVP werden. Bestimmt MVP. Ich mit diesem Mesh. Oh, erster und zweiter MVP. Ja, hoi, 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 hoi. Nice. Fehlen aber immer noch zwei, die ich nicht gespielt habe. Na gut. Ich mache nur eine Runde. Bis gleich. Okay, das ist jetzt die nächste Runde. Die zweite, um die anderen mal Meshs auszuprobieren. Einmal den hier. Obwohl, den habe ich ja vorher auch schon mal gehabt. Ah ne, doch nicht. Jetzt hat sich den nicht ausgerüstet. Ah, super. Also der ist sinnlos auf dieser Map. Aber ich muss mich deswegen nicht gleich selber umbringen. Auch. Zwei sind durchgekommen, zwei Raketen. Es ist doch mal. Was mache ich mit denen hier? Ich verhelfe den Gegner zum. Ich bleib hier. Hier ist es gut. Jawohl. Endlich ist er down. So, dann kommt jetzt Long Arm 12 dran. Ein Kill wenigstens. Verloren. Komm, ich nehme nochmal den. Lauf! Da ich den auf den rechten Arm habe, meinen Long Arm, gehe ich natürlich zur rechten Seite rüber.
nicht zur linken Seite. Ja, da hinten. Nachladen. Schneller nachladen. Verloren. Defeat. Naja, okay. Das waren die anderen beiden nichts. Ja. Kann man mitleben. Ich habe schon mal schlimmere Zusammenstellungen gehabt. Ich glaube, die letztere war schlimmer. Und zur Not habe ich ja immer noch meinen Allmächt, mit dem ich hier alles retten kann. Den Panther. Also dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.